Wenn Leute wie du nicht legal, aber moralisch fragwürdig Steuertricks anwenden. Oh, jetzt nicht das Steuerthema, Leute, das haben wir so häufig. Who's that Pokémon? It's no way for you! Ich glaube, wir bleiben einfach bei unserer so Akali, Rengar, Belveth Bands, ne? Und dann gucken wir mal. Wenn ich jetzt Twitch zeige, zeigst du, willst du meine Lulu sein? Ich meine, das ist ein richtiger Support. Alyssa ist auch nicht schlecht. Das ist Engage-Support, ist auch nicht schlecht. Hast du keine Twitch-Werbung? Ich schalte aktuell keine Twitch-Werbung, ja. Solange ich noch darf. Also, das wird sich bestimmt irgendwann mal ändern. Aber Stand jetzt darf ich noch keine Twitch-Werbung, muss ich keine schalten. Also, die forcen einen nicht dazu. Was sehr kulant ist, weil tatsächlich mein Stream Twitch sehr viel Geld kostet. Deswegen, man weiß ja mittlerweile, was Serverleistung kostet. Ne? Man weiß natürlich nicht, was für Bulk-Deals die haben und so. Aber mein Stream ist sehr groß. Ich habe sehr viele Zuschauer. Das heißt, sehr große Serverleistung. Und dadurch, dass ich keine Werbung schalte, verdient Twitch natürlich nicht besonders an mehr. Hast du das DFB-Spiel gestern gesehen gegen Frankreich? Ja, habe ich angeguckt. Samira Predator Annie. Okay. Also ich könnte mir schon vor... Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob Twitch mit meinem Stream Geld verdient oder verliert. Dadurch, dass ich keine Werbung schalte. Ich habe keine Ahnung. Das würde mich wirklich mal interessieren. Jetzt schaltet trotzdem von sich aus Werbung. Nee, nur die... Also du kriegst bei mir nur die Werbung, wenn du auf den Stream draufklickst. Das ist die einzige Werbung, die du bei mir bekommen solltest. Ich meine, ich glaube, mittlerweile gibt es ab und zu, dass du so Banner-Werbungen gibst. Glaube ich, kriegst es ab und zu. Aber also, du kriegst keine andere Werbung. Außer die erste, wenn du auf den Stream klickst. Und die kriegst du nur, wenn du kein Subscriber bist. Das sind die geringstmöglichen Subscriber-Einstellungen. Werbungseinstellungen. Also weniger geht nicht. Mal doch mal, was wir hier machen können in diesem wundervollen Game. Das ist ein Watch, schade, ich war zu langsam mit dem Ping. Aber wenn wir hier einfach überleben, sind wir aufgestellt, ne? Wir müssen kein Risiko fahren. Dass ich da flashen musste. Da war ich in einem schlechten Winkel gestanden. Angel macht Werbung für zwei quasi für dich mit. Du, das kannst du niemandem verübeln, Werbung zu schalten. Weißt du, du musst dir vorstellen, Werbung, wenn du schaltest, ist, du kriegst pro Average Viewer, den du hast, wenn du viel streamst, kriegst du $1 pro Woche. Das heißt, mein Viewer-Average sind irgendwie 10.000. Das heißt, ich würde $40.000 im Monat verdienen, wenn ich aggressiv Werbung schalte. Hau rein, dann Stream gönnt ihr. Ach Leute, mir geht's so gut dank meiner Subs. Ich muss nicht nur Werbung schalten. Du bist ja doch, weiß ich sehr zu schätzen, ne? Aber wir müssen ja Werbung schalten. Mir geht's klasse. Aber nee, ich wollte es nur als Erklärung. Wenn jetzt ihr zum Beispiel seht, wenn halt jemand 2.000, 3.000 Zuschauer oder 1.000 Zuschauer hat, dann ist es halt eine andere Situation für den, ne? Offensichtlich, weil meine ganzen Kosten sind ja mehr als gezahlt durch meine Subs. Aber mir geht's ja ultra gut. Bisher, ich muss ja nicht mehr Geld verdienen. Schauen wir das mal kurz. Wenn wir das einmal ganz reinkriegen, ich finde nicht, dass er engagen soll. Ich glaube nicht, dass wir gerade stark genug dafür sind. Wie habe ich denn da nicht mal einen Assist bekommen, Bro? Der war doch das Slow-Zeichen, war doch sogar schon drauf. Wir gehen wahrscheinlich einfach Blade, ne? Lass uns einfach Blade gehen. Du hast immer noch keine Prime-Sub-Werbung. Leute, mir geht's so verdammt gut, Das ist einfach... Wisst ihr, ich kann hier sitzen, mir schauen 10.000 Leute zu, wie ich League of Legends spiele und schlechte Scherze mache und mir Essen reinschiebe und so. Ich kann machen, was ich möchte. Und ich habe einfach hier, ich kann mein Hobby ausleben und werde dafür bezahlt. Das ist völlig... Wenn ich mir das vorstelle, ich verdiene mehr, als wenn ich als Ingenieur arbeiten würde. Das ist in keinem Zusammenhang zu der Leistung, die ich erbringe. Da muss man einfach realistisch sein, so. Was ist das hier? Das ist Jopozalt, der Double Kill hier. Nice, Jopozalt, meine Damen und Herren. Sag, das war ehrlicherweise mein eigener Damage, habe ich da verblüfft. Ich dachte nicht, dass ich die Annie so weghaue, aber I guess. Das ist auch ein ziemlicher Tilter eigentlich für meinen Supporter. Der hat jetzt zweimal so Doppel-Knock-Ups gefunden und dann geht er einmal kurz weg, dann mache ich einfach einen Double Kill ohne ihn. Frage, dann könntest du ja Werbung schalten und einen Betrag spenden. Ja klar, aber dann muss ich es versteuern, weißt du. Das heißt, es ist kacke, also für die Zuschauer ist es sehr unangenehm, weil, also du, wenn da halt einfach Werbung da ist, das heißt, du machst die Zuschauererfahrung schlechter und dann muss ich zahle ja 48%, 50% Steuer zwischen Gewerbesteuer und Einkommenssteuer. Das heißt, du hast dann halt, also
das macht halt keinen Sinn, ne? Das ist besser, den Stream werbefrei zu halten, weil natürlich ist es für mich wichtig, dass möglichst viele von euch Lust haben, zuzuschauen. Und auch wenn jetzt Leute sagen, das ist natürlich klar, könntest du sagen, okay, du spendest jetzt alles, was du sammelst, aber am Ende des Tages ist es trotzdem für die Zuschauererfahrung sehr viel schlechter, wenn ich Werbung schalte. Na, noch nicht genug für Blade, Mist, Wenn Leute wie du nicht legal, aber moralisch fragwürdig Steuertricks anwenden. Oh, jetzt nicht das Steuerthema, Leute, das haben wir so häufig. Ihr habt hier erstklassiges AD-Carry-Gameplay zu bestaunen. Nice, das ist crazy. Der war eine Sekunde allein mit dem Turret. Was Trundle mit Sheen und 6 Goobies. Das Game kann über Splitpush noch scary werden, Leute. Wir müssen anspannen hier. Und welche Drachenseele hast du am liebsten? Ich glaube, Cloud mag ich am liebsten. Ich finde, Movement Speed fühlt sich in einem Spiel wie League unglaublich stark an. Und die Cloud-Seele gibt dir halt so viel MS. Du hast so einen krassen Advantage gegenüber allen anderen Leuten im Spiel, wenn du die hast. Du musst halt einfach davonlaufen, ne? Ist halt, Movement Speed ist einfach King. Ich hier Hurricane mal? Probieren wir es mal aus. Hurricane Infinity. Das Game, ich glaube, das Game wird actually noch sehr hart, weil der Ion von den Gegnern spielt mechanisch sehr sauber. Und die Diana ist fett, was ein Riesenproblem ist für mich. Und sie haben die Split-Push-Möglichkeiten über den Trundle. Also ich glaube, das wird sehr schwer noch, das Game, ja. Langfristig. Lass den sein drittes Cooper wenden und dann... Boah, habt ihr dieses Movement gesehen? War krass, ne? Doch, das steuert ja. Ich will das eigentlich nicht aufmachen, aber manche Leute scheinen das sehr zu interessieren, das Steuerthema. Neue, du rechnest meine Nachtschicht mit dem Stream. Ja, was machst du denn Feines hier? Was arbeiten sie denn, junger Mann? Was spielt ihr eigentlich gerade für Spiele? Ne? Seid mal ehrlich. Ihr seid doch alle gerade am Daddeln. Ne? Ihr solltet schon längst schlafen. Ihr habt morgen diese eine wichtige Prüfung, für die ihr mal wieder nicht gelernt habt. Satisfactory? Was ist das? Ich hab das bei Rumatra, habe ich das mal gesehen. So ein bisschen. Aber was genau ist das? Rainbow Six. Oh, Rainbow Six erinnert mich nicht. Das hat mir so wehgetan in der Windchant, wie kacke ich in dem Spiel war. Spielt irgendwer von euch Helldivers? Ich finde, das Game sieht so cool aus. Ich finde, das sieht so nice aus, das Spiel. Jetzt ganz gerade ein paar. Spielt irgendwer von euch Last Epoch zum Beispiel? Das soll, glaube ich, auch richtig cool sein, Last Epoch. Ja, das habe ich mir... Last Epoch wollte ich tatsächlich unbedingt spielen, aber ich traue mich nicht wegen meinem Handgelenk. Gott, war das knapp. Wir sollten oben defenden gehen als nächstes. Bei Henno habe ich das, glaube ich, gesehen, Dragon's Dogma. Mag den Lister, spielt gut. Der weiß, was er machen muss. Der covert einfach. Der covert einfach die ganze Zeit, ne? Das ist alles, was er machen muss. Ich bin so strong. Das hielt mich gut ab. Ich glaube, ich hätte nicht mal flashen müssen da. Das wird mich vielleicht gleich noch ärgern, dass ich gar geflasht bin. Ich hätte auch mit meinem Handgelenk Probleme. Ja, das ist bei mir ist es natürlich vom vielen Zocken. Da hat man so ein paar WWchen, die man über die Jahre sich halt aufbaut. Bei mir ist es halt Handgelenk und Nacken so ein bisschen und Augen halt. Ne? Weil du, ich meine, wer von euch spielt in kompletter Dunkelheit? Ich habe früher... Früher habe ich nämlich im Dunkeln gespielt. Und das hat sich höchstwahrscheinlich sehr gerecht. Aber ich weiß, dass das viele Leute tatsächlich machen. Dass sie lieber im Dunkeln spielen, als im Licht halt. Da müsst ihr actually aufpassen, ne? Also, wenn ich euch da einen Tipp geben kann. Das hat mich böse gehopst mit den Augen. Ich muss mal gucken, ob ich mir die jetzt lasern lasse irgendwann oder so. Kann ich mir da einfach die alle killen? Ja, du musst halt wieder zurückkommen, Bro, ne? Ich kann einfach stehen bleiben und alles one-hit, ne? Wie geil. Wir sollten jetzt kurz Dash nehmen hier. Inwiefern sollte ich das rächen? Brille trägst du bis heute nicht? Na gut, ich habe eigentlich eine Brille. Eigentlich sollte ich auch eine Brille tragen, weißt du? Meine Augen sind sehr schlecht auf die Distanz. Wenn da, also auf die Weite. Ich sollte eigentlich eine Brille tragen, aber ich finde das so unangenehm zum Zocken mit der Brille. Als ich 19 war, habe ich eine Brille gekriegt und da hieß es, ich soll die verwenden zum Autofahren damals. Wenn ich ein Auto hätte, ich hätte einfach outen sollen, my bad. Natürlich flasht die mir ins Gesicht direkt. Das ist so bad, Mann. Okay, alles gut, alles easy. Wir haben das. Die Talia ist auch sehr, sehr strong. Team spielt stark. Schöner Sidestep hier vom Broly. Ja,
eigentlich noch alle connected oder ist da irgendwas schon geragequittet? Hört sich irgendwie an, als wären die weniger Gegner, oder? Witch war auch beim letzten Mal, als wir das T1-Projekt haben, war das der AD-Carry meiner Wahl. Ich finde den so cool vom Placer. Der ist auch richtig stark, vor allem jetzt mit den Crit-Buffs, Leute. Also, ich... Wow, das war knapp. Holy shit, war das knapp. Oh mein Gott. Das war ja so close. Wow. What? Schade, ich glaube, wenn er da ultet, das killt er sie beide. Was ist der Damage von der Samira? 2000 Damage? So wie rein? Er hat leider zwei dicke Fehler gemacht hier im Late Game. Zwei sehr unnötige Tode genommen. Zweimal 1000 Gold gefeedet. Alright, ein weiterer Schritt nach oben Richtung Bröki A bis Z Account, ja. Was ist eigentlich mit Support und Jungle einfach noch nicht gespielt oder will er erstmal die anderen drei Rollen hochmachen? Genau, also ich will praktisch nur die drei Rollen spielen. Mitte, Top und AD. Das sind die drei Rollen, die ich spielen werde, weil ich habe das letzte T1-Projekt, wenn ihr euch da erinnert, wir haben letztes Jahr haben wir das probiert, dieses Ganze. Und dann ist es leider ganz klar gewesen, dass ich es nicht schaffe. Fünf Rollen im permanenten Wechsel hat nicht geklappt, Challenger zu erreichen und mich wirklich zu verbessern auf den einzelnen Rollen. Und dann zusätzlich haben mir Jungle und Support machen mir als Rollen einfach nicht so Spaß. Ich finde, die sind sehr, sehr langweilig zu spielen. Das ist nicht mein Playstyle. Team that'll win, I say cool, 'cause it's gonna be whichever one.